Hallihallo, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge von The Escapist, Flucht aus Alcatraz. Flucht aus Alcatraz sage ich, weil wir auf Alcatraz drauf sind. Das Spiel heißt nur The Escapist, falls ihr da mal selber gucken wollt. Aber gleich ins Geschehen, denn wir haben Mittagsappell. Wir haben hier noch ein paar Aufträge. Was möchtest du denn, was ich dir soll? Ein Feuerzeug kriegst du. Schade. Aber jetzt muss ich dir mal gute Sachen bringen. Das ist schön. Wir können verschiedenste Aufträge hier annehmen. Die reihen sich dann hier in der Leiste an. Da auf unserem Tagebuch. Und da steht drin, was wir machen müssen, für die, die das nicht wissen. Grüne Ausrufezeichen heißen, die haben Aufträge für mich, ich kann aber nur so viel machen. Was? Bitte nicht mein Zimmer, bitte nicht mein Zimmer. Aber anscheinend nein, weil diese netten Wärter, die mich dauernd verkloppen, die durchsuchen gerne Zellen. Und ich hoffe nämlich, dass meine dabei ist, weil die durchsuchen sie mehr als nur einmal. Die suchen sie nämlich dreimal am Tag. Wir können mal gucken, ob der gute Rammstahl, wenn ich ihn jetzt gerade richtig ausgesprochen habe, ich gucke gleich nochmal nach, irgendwo hier sein Bett, oh. Rammstahl, das hört sich komisch an, wenn da SS steht. Aber das habe ich abgekürzt, das soll nichts heißen, ich meine das wirklich ernst, das passte sonst nur nicht. Feuerzeug brauchten wir, das weiß ich, ein Fass brauchten wir nicht, okay, ein Feuerzeug haben wir schon mal. Ich muss immer aufpassen, dass mich die Werte hier nicht erwischen. So wie der hier. Glück gehabt. Alter, geh weg. EZZ. Oh Mann. Lange nichts gehört von den netten Herren. Lebst du noch? Schon wieder ein Feuerzeug. Ah, das hatte ich schon. Oh, Glück gehabt. Der hat andere Sachen, aber davon brauchen wir nichts. Mist. So, wer brauchte denn... Oh, hoppla, ich will nichts herstellen. Wer brauchte denn das Feuerzeug? Sängerkrieg, was willst du mit dem Feuerzeug? Ach, du brauchst auch Medizin und Feuerzeug. Kann das sein, dass du auch noch einen Löffel brauchst und eine Spritze? Weiß ich nicht. Ich frage ja nur so, aus Neugierde. Hätte ja sein können. Du denn? Bestimmt hier hinten an dem Tisch. Nee? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da bist du. Komm her. Mit deinem Wuschelkopf. Ach, du hast... Okay, wir haben schon mal ein bisschen Money. Jetzt können wir uns doch die nächsten Aufträge angucken. Gerechtigkeit. Nein, danke. Ich möchte keine Prügel. Wieder. Ups. Ups. So, ich habe mal ein paar Aufträge abgelehnt, habe mich natürlich ein bisschen unbeliebter gemacht. Er hat heute nur 9 Leute vermöbelt. Geh woanders hin. Was hast du denn für einen Auftrag für mich? Meine Sache, Kartenpack, ist spurlos verschwunden und ich verdächtige bla bla bla. Ich hätte es gerne zurück. Ja, wenn er umgehauen wird, gebe ich es dir. Ich hau die Leute nicht selbst um. Ich mache fürstens hier so eine Stachelei an und dann kommen die Wärter und vermöbeln die. Weil ich bin hier viel zu schwach, wie ihr seht. Ich habe ja gerade 12 HP. Man kann durch das Trainieren sich die HP hier hochziehen, aber das dauert sehr lange. Und jeder Tag sorgt dafür, dass sowohl die Intelligenz als die Geschwindigkeit als auch hier alles nach unten geht. Oh, wer hat sich da geprügelt? Nur einer ist umgeboxt worden. Ich soll duschen gehen, mache ich. Ich gehe nur einen anderen Weg. Aber ich bin so schnell, ich hole die sowieso ein. Seht ihr? Hey, hey,
Nicht beulen. Ich möchte gern wissen, dass du... Ah, mein Aufenthalt. Ein HP mehr gekriegt. So viel trainiert für ein HP, Leute. Einen. Oh, hier ist Gruppen... Oh Gott, ich will es nicht sehen. Ich guck auch weg. Hier, ich guck ganz woanders hin. Ich will nicht wissen, was ihr hier alle macht. Hallo, Abendfreizeit. Kartenpack, ja, wenn die umgehauen werden. Medizin und Kerzen. Oh. Medizin kann man noch finden. Ja, das ist noch eine ganz gute Option oder Wahrscheinlichkeit, was zu finden, aber... Nägel. Sind aber auch selten. Was? Ich habe nichts gemacht. Kommt dann die gerade in dem Moment gegengelaufen. Unglaublich. Oh, vielleicht hat er ja. Das wäre ja hier zwei Sachen auf einen Streich. Na, leider nicht. Das hätte mich gefreut. Weißes. Komm, schneller, schneller. Oh, die Batterie brauchen wir tatsächlich. Kerze ist übrigens erlaubt, okay. Uah, alles voll. Nicht gut. Ich nehme das mal mit, weil das erlaubt ist und pack das mal rein. Dann haben wir hier zwei. Ich will eh gerade, wenn wir noch eine Mauer machen und die mit verstecken, dann haben wir da ganz viel Slots frei. Okay, jetzt geht's nicht mehr anders. Ich muss mal ein paar Sachen wegbringen. Das ist ein bisschen viel, was sich hier bei mir angestaut hat. Das mit der Mauer klappt immer nur so semi-gut. Laufe ich lieber mit den erlaubten Sachen hier durch die Gegend. Hätte schief gehen können. So. Schon besser. Wenn jetzt meine Zelle durchsucht wird, habe ich nur noch das Metallblech. Bin ja schon weg. Fürs Metallblech möchte ich es ungern riskieren, erwischt zu werden. Ach, wer sollte die Kerze kriegen? Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Kerze, Kerze. Ah, hier, der braucht zwei Kerzen. Okay, Sven, wofür brauchst du zwei Kerzen? Batterie, ja, okay. Habe ich Ihnen eine Kerze besorgt, ne? Und dann ist das der Tank.
Ich schlafe in meinem Bett. Alter! Also das mit funktioniert echt schlecht, muss ich sagen. Viel Holz, ne? Ein Stein. Ich hab's, als ob ich's gewusst hätte. Hab ich nur eine Gabel mitgenommen? Tatsache. Die Gabel auch noch zerbrochen. Mega. Eine Folie. Wir könnten und lasst mal was machen. War das reichte eine Folie für so einen Sack? Ja, das würde reichen. Ich würde sagen, das probieren wir mal. So, damit können wir illegale Gegenstände transportieren und dürfen uns halt nur nicht mehr von den Bullen erwischen lassen. Bullen. Wir hätten uns einen großen Sack machen können. Kacke. Hätte die Intelligenz gereicht? Nein, hätte auch nicht gereicht. 70 hätten wir gebraucht. Okay. Soweit, so gut. Gehen wir schlafen. Keiner hat's gesehen? Meine Zelle ist sauber. Da findet ihr gar nichts finden. Zelleninspektion, na wo? Melon Army und Sequency. Okay, alles klar. Jetzt kann ich hier aber oben auch Sachen durchschmuggeln. Das finde ich sehr gut. Wenn sich hier wieder welche beulen, ne? Haben wir zwar nur einen kleinen Beutel, aber naja. Illegaler Beutel. Eine feine Sache sowas. Eine feine Sache. Jetzt erstmal entspannen von meiner nächtlichen Arbeit. Können sich mal hier welche schlagen? Im Ernst, riech mal. Er hat da vorne einen Finger gezogen. Oh. Ganz ehrlich, wer fällt denn da noch drauf rein? Im Ernst, riech mal. Was erziehen die sich denn noch so? Oh, hier, Schlägerei. Levels. Schnell. 3, 2, 1, alle weg! Ein Gegenstand darf ich ja hier transportieren. Ohne dass es losgeht der Alarm. Aber Holz ist so selten. Und ich konnte ihn einwandfrei wegschmuggeln, den Gegenstand. Ich weiß noch nicht, wie Holz vom Metalldetektor erkannt wird, aber okay, geht anscheinend.
Wir müssen mal gucken, wen müssen wir denn verfolgen? Wir müssen verfolgen Ghost Z-Zero und Remstahl S. Ach, siehst du, Remstahl S, das ist nämlich eine Abkürzung, das ist sein Zimmer, das ist wie Nero. Deswegen stand da SS am Ende. Das war also wirklich nicht von ihm hier, ne? Ich wollte nochmal darauf hinweisen. Komm, hier sind doch immer Schlägereien. Wieso magst du mich so sehr? So grün. Grün heißt immer mögen. Und rot heißt nicht mögen. Ich muss den Job da oben kriegen. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, oder? Haben sich schon welche gebeult und ich habe nichts davon. Super. Ach, jetzt wollt ihr mich verprügeln anstatt euch hier. Ach, leck mich doch, ehrlich. Voll mies, wenn man sieht, was hier noch liegt. Ihr was? Wir haben keine Freunde? Die sind voll gemein zu uns. Ich gewöhne mich an gar nichts. Ich bin Rebell. Oh, ich kann wieder machen, was ich will. Das habe ich leider verpasst, wenn ich ja verfolgen möchte. Ich laufe einfach mal mit hier und guck mal, wie viele Steger rein. Nein, ich durchsuche lieber Zellen. Vielleicht finde ich ja noch was. Kartenpack braucht, glaube ich, keiner mehr. Nee, ich muss nur aus Inferno. Dazu müsste ich den verprügeln. Ich krieg gleich aufs Maul. Oh, ich bin fast tot. Aber wenn der mich in Ruhe lässt, verfolgt mich auch kein anderer. Puh. War aber knapp. Ja, ich will den Beutel eigentlich ungern. Ach so, nach jedem Mal benutzen. Ah. Oder wenn ich Schläge kriege. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich ihn benutze, ne? Okay, ist nur iTweak, von dem möchte ich nichts. Da, oh. Vielleicht prügeln sich gleich wieder welche. Oh, an der Stelle. Ich brauche ja noch Gabeln.
von Willy was entfernen? La 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 la, nerv nicht. Ja, der Falsche. Interessant, dass immer nur der anscheinend anfängt, was aufs Maul zu kriegen, bestraft wird und der andere, der mitmacht, nicht. Wolfgang? Oder ist das pro Tag geht was runter? So, hier will ich trainieren. Wir müssen ja echt wieder Energie sammeln, weil uns die Wärter und alle ja immer zusammenschlagen. Eigentlich müssen wir schon voll der Krüppel sein, wenn es danach geht. Ja, ihr hört, ich hämmere hier gerade auf QE ein, damit wir hier trainieren. Denn den muss man im Abwechseln ganz, ganz schnell drücken. Duschen. Jetzt gab es aber wenig Schlägerei. Und Intelligenz ist bestimmt auch nach unten gegangen. Hört man ja, hört ihr ja mein Sprechen, dass die Intelligenz nach unten gegangen ist. 56, okay, es geht auch. Das ist natürlich nicht der Hit, den er dabei hat, aber Tinte kann ich auch gebrauchen. Ist ja nichts Verbotenes. Oh, dabei fällt mir was ein. Denn wir sind tatsächlich ja schon über der Zeit. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja und wenn ihr mehr sehen wollt, Daumen nach oben. Und ich hoffe, dass wir uns natürlich auch dann in der nächsten Folge wiedersehen. Dass du wieder bei mir auf meinen Kanal einschaltest. Ansonsten habe ich nämlich auf dem Kanal noch andere Spiele, andere Let's Plays. Könntest du gerne mal reinschalten. Wie gesagt, ich freue mich drüber. Kannst gerne einen Kommentar hinterlassen. Unten, einfach unter dem Video. Und ich hoffe dann, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Ja, danke fürs Zugucken. Tschüss.